Hallo? 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 Ist da wer? Hallo? Kleiner Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gas Station Simulator. Und wie ihr Hallo. seht, ich bin schon wieder am Arbeiten. Schuften von früh bis abends. Und nur damit wir hier alles schön aufbauen können. In der letzten Folge haben wir es auf Level 6 geschafft. In der Popularität. Sehr, sehr nice. Und ja, ich komme definitiv irgendwie nicht hinterher, zwecks Malern, weil es ist immer was zu tun. Langeweile kommt bei dem Spiel definitiv nicht auf. Das kann ich euch sagen. Ihr werdet euch 100 Pro nicht langweilen. So. How much do I owe you? Jo, okay. Was wollte ich denn eigentlich machen? In der letzten Folge wollte ich diese Lackkratzer da. Ey, wie heißt denn das? Da müssen wir jetzt nochmal gucken. Wie heißt denn das? Kratzerentferner. So, okay, jetzt haben wir den richtigen Namen dafür. Muss ich nachbestellen, denn wir haben kaum noch welche. Ich habe aber nur 938 Dollar. Das heißt, ich kann jetzt davon 10 Stück bestellen. Dann sollten wir aber auch wieder ein bisschen Ruhe haben. Das Ding ist halt, dass, na? Dass wir jetzt auch nichts anderes kaufen können. So, das wollte ich sagen. Jetzt machen wir den noch, bevor wir in die Werkstatt hüpfen. Aber Spiegel hatten wir ja gut aufgefüllt. Reifen auch erstmal wieder. Aber wenn man natürlich dann seine Angestellten da drin hat, dann verliert man auch so ein bisschen den Überblick, was besitze ich noch. Also müssen wir ab und an mal Bestandsaufnahme machen. Sieht aber ganz gut aus hier. Ne? Kratzer kommt erst noch. Ich hoffe, der will jetzt hier nicht so viel davon. Gucken wir mal. Ja, sieht nach Autospiegel und Reifen auf jeden Fall aus. Damit können wir dienen. Und wir hätten jetzt noch nicht mal Geld, um beide Angestellten zu zahlen. Weiß ich nicht, wie das ist mit dem Partybus. In der letzten Nacht hatten wir auf jeden Fall keinen. Oh, die Spiegel haben auch schon abgenommen. Seht ihr das? Krass. Jetzt kann das natürlich sein, dass er in dieser Nacht wiederkommt, ne? Das wollte ich die ganze Zeit eigentlich auch mal beobachten. Awesome. Mal gucken, ob wir das heute schaffen, zu beobachten. Kunde an Kasse. Und wir haben eine Lieferung. Huch, warum laufe ich jetzt eigentlich einmal komplett rum? Keine Ahnung. Genau, das hier sind, glaube ich, unsere Kratzer. So. Kommen Sie mal rein, junger Mann. Können Sie rausschauen? Zack. Ja, so, machen wir zu. Ja, ein bisschen haben wir hier schon wieder was geschafft. 34 Autos von 100 getankt, 45 Kunden bedient. Das wird am längsten dauern, wieder nehme ich mal an. 15 Autos haben wir schon wieder repariert und 24 Mal Trinkgeld bekommen. Ja, deswegen hoffe ich, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr Knatterratter kriegen. Money, money. Damit wir unsere Angestellten zahlen können, falls denn doch demnächst mal der Partybus wieder erscheint. Und es wäre heute die zweite Nacht wieder. Und da passen wir mal auf, ob er dann wieder kommt oder nicht. So. Zack. Zack. Great job. Und guck mal hier. Die sieht ja heiß aus, hä? Tante hier. Aber letztendlich, wenn man genau hinguckt, wiederholen sich die Personen hier auch.
Wäre ganz cool, wenn sie da vielleicht noch mal mehr Variation reinbringen würden. Weil es sind oft die gleichen Charaktere, die einfach nur eine andere Frisur haben oder andere Klamotten. Das fände ich halt auch noch cool, mehr Vielfalt. Aber so richtig wichtig ist es ja natürlich auch nicht. Schaut mal, ich müsste 10 Autos in 10 Minuten knacken. Wegen dieser einen Aufgabe hier. Ja. Wow, super. Ne? Also das würde ich definitiv nicht schaffen. So, wir haben gefunden in der Werkstatt. Ja, wie gesagt, ein bisschen Money sparen. Lassen wir Ricardo. Heute mal einen freien Tag. Und machen das Ganze mal selbst. Und hier können wir auch mal wieder aufräumen. Ja. Na gut. Okay. Reifen, Kratzer. Haben wir ein bisschen was zu tun. Na? Ich fülle mal kurz die Kratzer noch nach. Sieht da? Haben wir noch ein bisschen, ne? Ruhe. Nee. Das Einzige, was mir jetzt hier nicht ganz so viel Spaß macht, dieses Ritsche, Ratsche. Weiß nicht, könnten sie sich vielleicht doch mal was anderes einfallen lassen? Den Spiegel brauche ich gar nicht. Wieder reinpacken. Ich brauche doch noch mal einen Kratzer, ne? So. Genau. Für die andere Seite. Ritsche. Wir haben ein Anderklatsche. Ja. Spiel macht auf jeden Fall, wie gesagt, sehr viel Spaß. Nur es wird halt irgendwann... Beim ersten Mal nicht, aber sollte man es halt doch ein zweites Mal durchspielen. Es wiederholt sich ja die ganze Zeit. Ne? Du machst dann irgendwann immer wieder die gleichen Sachen. Das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Was will denn der noch? Ich will aber noch eine ganze Menge. Der will noch das Öl gewechselt haben. Also, das lohnt sich hier. Jetzt muss ich aber auch passen. Damit mir meine anderen Kunden hier nicht abhauen. Nice. Okay, nee. Batterie wollte er nicht. Okay, meckern auf hohem Niveau. Würde ich mal auch sagen, ne? Weil letztendlich haben die Entwickler, glaube ich, mit ihrem Erfolg jetzt auch nicht so gerechnet. Die Idee ist super und man kann so viel noch machen. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. So. Ich habe auch so einige Freunde, die gesagt haben, ja, würden sie auch gerne spielen. Aber aktuell ist es denen halt einfach noch zu wenig Content. Das kann ich auch nachvollziehen. Ne, dann wenn man mal überlegt, kommen mittlerweile so viele Spiele auf den Markt. Keine Ahnung, ob ich das schon mal erzählt habe. Ist auch so meine Meinung. Gerade so Simulatoren. Und man alle mit Early Access. Alles so zwischen 10 und 20 Euro. Wie man, ne? Von der Preisklasse her. Aber halt alles nicht fertig, wirklich. Wo man dann ein, zwei Tage spielt. Und dann bist du erstmal durch. Dann heißt es, keine Ahnung, viele Jahre warten oder so, bis was Neues kommt. Naja. Gut, so lange ist der Gasstechen noch nicht raus. Gesagt, lassen wir uns mal überraschen. Sei denn, ihr habt vielleicht schon irgendwelche anderen News gehört, ne? Das könnt ihr mich ja auch mal wissen lassen. Denn alles bekommt man ja auch nicht mit. So. Können wir auch schon wieder gleich den Müll wegbringen hier. Aber erst mal tanken wir nochmal. Und sammeln noch ein bisschen Geld. Das Auto würde ich auch gerne mal fahren wollen. Sieht irgendwie, ne? Nice aus. Jetzt
Pink gefällt mir nicht wirklich, ne? Aber ey, just for fun musste ich das immer machen. Also, komme ich an die Wand ran? Ja. Weg. So. Okay. Great. Ah, schaut mal. Hier, das. Genau, das ist das, was ich meinte. Ich komme da jetzt auch nicht durch, ne? Gut, müssen wir hier einräumen? Hallo? Genau. Ich will immer mit Mausrad das Ganze drehen hier, ne? So, na gut. Räumen wir mal alles wieder ein. Oh, oh. Hab ich aus Versehen was runtergeschmissen? Gut. Das kann man jetzt Gott sei Dank reinstellen. So, und wir malen weiter. Oh, das ist ein Kunde der Werkstatt. Oh, machen wir die Wand schnell. Zack. Dü-dü-dü, ich erscheine. Ah, hier lag auch noch Müll rum. Reparatur. Da haben wir auf jeden Fall einmal Lack auszubessern. Zack. Gut, und dann räumen wir hier gleich mal auf. Da liegt noch was. Da. Gut. Oh, Sack ist weggebackt. Naja. Macht nichts. Zwei Kraftstoffkunden haben wir auf jeden Fall auch schon wieder. Die machen wir mal first hier. Zack. Pretty much what I ask for. Oh. Zack. So, wir haben jetzt übrigens die zweite Nacht. Ne? Das meine ich, jetzt bin ich halt gespannt. Kommt nochmal ein Partybus oder nicht? Oder kommt der vielleicht nur alle drei Nächte? Wäre natürlich cool, wenn wir irgendwie vorher nochmal bestellen könnten oder so, ne? Damit wir genug im Laden haben. So, erstmal abkassieren hier. Wenn ich jetzt meine Leute hier anheuern würde, kostet mich das schon fast 400 Dollar, weil ich die erstmal noch bezahlen muss. Super! Ja, super! Crazy! Und wie ich ja auch schon mal erwähnt habe, ne, ab und an streame ich halt auch mal live auf Twitch. Da könnt ihr halt auch mal vorbeischauen. Zum Beispiel streame ich aktuell jeden Freitag ab 19 Uhr für so circa 4 Stunden The Fischer Online. Das ist ein Angelsimulator, der ist eigentlich ganz cool gemacht. Wenn ihr da mal Bock habt, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ich bin auch schon überlegen, ob ich da vielleicht auch mal ein Video für YouTube mache. Ja, gibt es ja schon eine ganze Menge davon. Aber vielleicht auch was Aktuelles. Schauen wir mal. Awesome. Und, ja, okay. Während des Quatschens aufpassen hier, ne? Ja, also, wie gesagt, der Stream ist auf jeden Fall jeden Freitag ab 19 Uhr. Spielen wir dann auch mal zwei Turniere und dann kann man da auch mal so 7 Tage VIP zum Beispiel gewinnen. Ne? Dann habt ihr, wenn ihr VIP habt, dann könnt ihr zum Beispiel habt ihr erhöhte Marker, wo ihr am See euch Spots speichern könnt auf der Karte, oder ihr bekommt mehr EP, ihr levelt halt ein bisschen schneller dadurch, könnt halt dadurch an schneller an andere Gewässer.
ja, auf jeden Fall was dabei für einen Grundangler. Hosenfischen, Spinfischen. Was man halt so mag. Macht auf jeden Fall Spaß, ne? Und ja, wer es nicht kennt, einfach mal reinschauen. Ist ganz funny. Oder ich habe zum Beispiel gestern, war das so? Nee, vorgestern habe ich House Flipper gestreamt. Gut, wenn ihr das jetzt hört, ist es noch länger her. Oder es gab bei mir halt auch Medieval Dynasty Content. Und der Dennis ist da, aber das macht nichts. Wollte das Haus eh nochmal nachmalern. Lassen wir ihn die Wände voll schmattern. Kein Problem. Ja, also Medieval Dynasty habe ich viel gestreamt. Was war noch? Ach, King of Retail. Ne? Ein richtig klasse Spiel. Da habe ich halt auch das Problem, dass mein kompletter Stand weg ist. Ich hatte damit nicht mal einen Konzern, der schon richtig gut Läden hatte. Aber ja, was soll ich euch sagen? Alles weg. Und bei King of Retail gab es jetzt auch ein Update. Da haben sie so die Mitarbeiter, die Mitarbeiterführung, kann man das so sagen, bearbeitet. Also man kann die jetzt so, man kann halt jetzt sagen, du berätst die Kunden. Also wer das Spiel kennt, ne, für den ist das interessant. Du bist halt im Verkauf, tust die Kunden beraten, damit wir auch besser verkaufen. Und wenn halt gerade keiner da ist, dann gehst du halt in der Zeit an der Kasse. Zum Beispiel, ne? Das kann man machen. Das ist ganz cool eingerichtet. Jetzt. Ah, der Partybus kommt! What the fuck? Angestellte. Mini Charlotte! Das müssen wir also doch bezahlen. Charlotte! Ja, ja, haben wir schon. Sprechen. Aufgabenliste. Bediene Kasse. So, dann holen wir uns hier mal Bezahlung. Alles bezahlen. Ja, so viel dazu, dass wir jetzt sparen wollen, ne? Autos reparieren. Gut. Okay. Naja, 1300 Dollar haben wir aber noch. Wir müssen putzen. Ich habe keine Zeit, wir müssen jetzt putzen. Ja, macht ruhig alles schmutzig. Na, Freili. Ihr macht fein. Ne? Wir verkaufen ganz viel Artikel. Because it's party time. Party. Schon wieder fast voll, das Ding hier. Crazy Basie. Alter, Alter, Alter. Ja, 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 ja. Komm ja nicht hinterher. Hab's gerade geleert. Schon wieder was drin. There's a party. There's a party. Schon lange nicht mehr gehört. Von wie man es sieht. Das ist hier wo, there's a party. Die Melodie nicht mal mehr hin. Schon so fucking lange her. So. Nice, nice, nice. Guys. Kriegen wir doch hin hier alles. Schon wieder tapsen. Spinnt ihr? Egal, gib Geld. Und das ist das Wichtigste. Denn wir wollen wachsen. Wir wollen die beste Tankstelle in Amerika werden. Ja, erfüllen uns den Traum. So, und die kassiert da fleißig, die Charlotte. Ja, sieht gut aus. Wischen wir hier nochmal. Und ja, dürfen die Zapfsäule nicht vergessen. Just as I wanted. That's what I wanted.
Gut. Ja, schaut mal. Da ist schon wieder $2000 drin. Nice, so muss das sein. Aber die Artikel haben natürlich auch gut abgenommen schon wieder, ne? Crazy. Crazy, Basie. Also, Leute, alle 2 Nächte kommt der Partybus. Jetzt haben wir's. Jetzt wissen wir Bescheid. So. Gibt's denn hier irgendwelche Spiele, was sie noch gerne spielt? Irgendwelche Simulatoren, was ihr euch gerne anschauen wollen würde? Könnt ihr mich natürlich auch mal wissen lassen, ne? Vielleicht mal so ein paar Ideen, was ich noch machen könnte. Ob ihr auch Bock hättet. Kann ich da mal schauen? Vielleicht macht es mir auch Spaß. Ne? Das ist immer das Wichtigste. How much do I owe you? Tja, ich bin hier, ne? Ich bin schon wieder ein Sturm hier. Schaut euch das mal an. Fanstorm. Das wittert ja nicht durch, ne? Oder was ist das? Ja. Kommt immer dann, wenn ich nicht hingucke. Na, da hat sie Blitz. Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott! Ich hab mal ein Squeenie gemacht. Vielleicht mal noch ein. Hier, Sandsturm. Da sieht man echt die Hand vor den Augen nicht mehr. Schon gefährlich hier, ne? Kraftstoff ist niedrig. Müssen wir mal schnell nachbestellen hier. Lieferung. Kraftstoff. Bitte einmal 200 Liter. Dankeschön. Ah, es ging jetzt doch relativ fix wieder an, ne? So. Hey. Achso, macht der Ricardo hier. Ich wollte nur noch mal Bestandsaufnahme machen. Ah, schaut mal, wir haben nur noch 3 Spiegel. Ein paar Reifen, Batterien sieht noch gut aus, Öl sieht auch noch gut aus. Das sieht auch noch gut aus. Ja, ja, chill mal. Also bestellen wir Spiegel nach. So, Lieferung. Autoteile. Wir brauchen Autospiegel, bitteschön. Bitteschön. Ja, vielleicht besoffen hier. Ja, bestellen wir 10 nach. Und ich glaube, ich nehme auch noch mal ein paar Reifen. So, jetzt haben wir noch $1100. Ich spanne das mal hier gleich weg, hier wieder. Na, müssen wir die Angestellten noch ein bisschen... Ach, schaut mal hier, Dennis, wo ist hier? Penner, wo ist hier? Fällt mir auch kein anderes Wort zu dem Typen ein. Einfach nur... Anna. So, das mache ich auch noch mal schnell weg. Dann öffnen wir das Dingens hier noch. Zack. Dann ist hier schon wieder eine Fußtapse. Hat die nicht gerade weggemacht. Und hier auch. Und hier auch. Gehen wir nochmal eine Runde tanken. So. Und dann gehen wir das Lager öffnen. Düdüd. Platz da. Hier kommt ein Mazda. So, komm so mal, junger Mann. So. Voilà. Unsere Autospiegel sind angekommen. Damit wir unsere Kunden weiterhin glücklich machen können.
Mit all den Dingen versorgen, die sie brauchen. Ah, so, mal ein Stück getrunken hier. Bin ich schon wieder Fussel am Mund, ne? So. So, so, so. Thank you. Ich müsste mal echt so ein... meine eigenen Videos angucken und dann mal zählen, wie oft ich so sage. Wie schnell ist denn der hier, der Ricardo? Schaut mal. Der wechselt gerade eine Batterie aus. Das ging schnell. Habt ihr das gesehen? Der ist viel schneller als ich. Also, im Auto reparieren, da ist er auf jeden Fall schneller, als wie wir es sind. Das muss man mal so anerkennen, ne? Aber am Putzen, Leute, da sind wir immer schneller. Und ich mir jetzt auch nicht sicher bin, beim ersten Mal spielen, ob die, die sauber machen sollten, das auch hochgeskillt haben. Das weiß ich gerade nicht. Aber ich glaube auch, umso mehr Skill die haben, umso mehr Money wollen die, ne? Könnte ich mir eigentlich noch einen Angestellten holen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Mal gucken. Upsi! Könnten wir. Na gut, dann haben wir jetzt noch einen Wohnwagen dazu stehen. Gucken wir mal, wen könnten wir denn einstellen? 3122, 3121. Wir haben nur eine zweite Auswahl, ne? Entweder Mayumi oder Maria. Und Maria, nee Quatsch, Mayumi hat die besseren Skills. Aber in Reinigung haben beide nur eins. Nehmt trotzdem Mayumi mit. Die muss ja jetzt nichts machen, aber Hauptsache, wir haben sie erstmal. Ne? Und falls wir mal jemanden finden, der noch besser ist, naja, kicken wir die halt einfach raus. Knallhart. Einfach so. Gut. Ich würde jetzt tatsächlich mir noch ein Regal kaufen wollen. Das machen wir ja am PC. Und ja, damit wir dann Zeitungen kaufen können. Nehmen wir natürlich wieder das große Regal, ne? Stellen wir auch schon mal auf. Vorher malern wir noch. Das kriegen wir noch hin. Also, Mayumi ist sehr gut im Tanken, ne? Ich versuche auch gerade die Regale so hinzustellen. Oh, damit ich nachher auch wieder an die Wände rankomme und ich die erneut malern muss. So. Okay, da gucken wir mal. Regale. Habe ich jetzt gerade dieses Regal, was ich eingekauft habe, wieder verkauft? Seriously? Aber ich wollte es noch hinstellen. What the hell? Okay, klassischer Fehler, würde ich mal sagen. Und so kann man sein Geld auch loswerden. Oh mein Gott. Also, man sollte vorher gut lesen, was man tut. Da haben wir jetzt ordentlich Minus gemacht gerade. Also, man muss hier drauf drücken und nicht hier unten klicken. Ne? Also 150 circa haben wir jetzt Minus gemacht. Naja, dann ist das so. Können wir jetzt nicht ändern. So. Gut. Gut, 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 gut. Ich würde jetzt noch einmal Benzin nachbestellen. Dann würde ich das Ding hier aufwerten. Und dann bestellen wir noch die Kerzen nach. Autoteile. Zündkerzen. Oh, mal gucken, wie teuer die Teile sind.
10 Stück habe ich jetzt erstmal geholt. Und gehen wir mal wieder putzen. Kann ich eigentlich die anderen Produkte nachbestellen, während ich gerade Autoteile bestelle? Das wäre auch nochmal interessant. So, warte mal. Was? Nicht genügend Geld. Ach Gott. Okay. Na, da müssen wir noch kurz warten. Kein Problem. Have a nice day. Yeah, have a nice day. Yay. Soll ich gleich aufmachen hier? Alle haben ausruhen gerade. Jetzt müssen wir also erstmal wieder alles alleine machen. Kein Problem. Wir sind ja Profis, würde ich sagen, ne? Gut. Ja, Kasse kann kurz warten. Ich öffne hier schon mal die Tür. Mal derweil will ich auch noch was wegwerfen. Ach nee, der ist schon da. Okay. Das war schnell. Na gut. That'll do. That'll do. Er sagt, I know what my well do. Ich verstehe mal andere Sachen. So. Ich habe gerade noch mal was getrunken. Keine Ahnung, ob man mein Schmatzen gehört hat. Was mir eigentlich auch gerade ziemlich rinne. Wenn man Durst hat, hat man Durst. So einfach ist das. Gut, was sagt denn unser Kontostand? Ja. Und bestellen wir gleich mal noch die Zeitungen und dann werden wir wieder ein bisschen sparen. Wenn wir dazu kommen. Great job. I know, baby. I know, I know, I know. Das, das, das und das. Okay. Ja. Money haben wir auch. Gut. Aber wir könnten jetzt unsere andere Stelle nicht bezahlen. Egal, was jetzt passiert. Wir müssen alles alleine machen. Na gut, nee, stimmt nicht ganz. Denn wir haben ja die neue Angestellte. Die hat ja noch nicht gearbeitet. Also der sind wir aktuell halt noch nichts schuldig, ne? Oh oh. Man konnte die Autos mal mit einem Besen schieben. Ah, ich weiß. Ach, jetzt haben wir das Problem mit diesem Landsturm. Fährt er jetzt weiter? Ja. Jetzt hat sich natürlich das nächste Auto hier festgefahren, ne? Ah ja. Okay, wir müssen nach langer, langer Zeit mal wieder Ruby rufen. Das Problem ist halt jetzt gerade. Ausgerechnet jetzt, wo ich eigentlich gar keine Zeit habe. Die ganzen Autos hängen sich da jetzt fest, ne? Oh, damn, egal. Ja, müssen wir jetzt durch. Na, fast wenn ich jetzt erstmal, ja, eine ganze Weile Autos wegschieben. Na gut. Dann ist das so. Huch. Gerade wieder auf einem anderen Monitor gelandet. Alter, und ich überziehe schon wieder. Brauchen wir echt auch eine Batterie, ja? Wartet mal. Erstmal fallen lassen. Das sieht tatsächlich so aus. Gut. Ja, ich muss eine Angestellte mit holen. Das schaffe ich jetzt alleine tatsächlich nicht. Kapitän. Haben wir und ich glaube Öl
Wollten die mich auch noch. So. Da. Na? Okay. Aber die sind alle ausgeruht gerade. Ich hole jetzt mal hier unsere Charlotte. Zahlung. Die kann mal die Kasse machen. Ne? So. Dann hole ich noch hier die Mayumi. Die kann jetzt tatsächlich mal tanken. Dann müssen wir halt, dann haben wir jetzt aktuell erstmal nur die Werkstatt. Nur. Und. Also nicht nur die Werkstatt, sondern auch sauber machen. Okay, ihr Süßen. Ich würde aber mal sagen, wir beenden die Folge für heute. Ne? Schon wieder überzogen, wie immer. Aber macht dir nichts. Ich bedanke mich wieder ganz, ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Vergesst den Like nicht. Vielleicht auch mal ein Abo da lassen, wenn ihr öfter mal reinschauen wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, sag mal bis zum nächsten Mal. Wie immer, für dich, servus und goodbye. Pretty much what I ask for. Mhm.